Ich habe einfach für mich gesagt, hey, ich bin zwar erwachsen, aber warum soll man sich nicht manchmal wie ein Kind wieder fühlen? Also dieses Gefühl, was man als Kind hatte, dieses Glücklichsein, die Vollkommenheit oder diesen Zauberstab in der Hand halten, das kann ich doch heute auch noch machen. Eigentlich ist so diese Idee vor 3 Jahren entstanden, wo ich einfach die Liebe zur Musik entdeckt habe, also auch Disney-Songs, Musical-Bereich. Viele kannten mich dann schon nach und nach so, dass ich das unbedingt auch wollte. Aber viele waren natürlich auch so erstmal, oh, was passiert denn jetzt hier in Pier? So, aber mittlerweile ist die Akzeptanz auch da und es ist so, als wenn es einfach normal wäre. Also es gehört jetzt schon ganz normal dazu. Ich habe auch schon in der Kindheit sehr stark Disney gelebt. Also für mich war Disney so, ja, das mit das Wichtigste irgendwie in meinem Leben. Also ich habe mich in diese Welt immer begeben von Disney und das war immer super schön, dass ich mich ausklinken konnte, aus negativen Gedanken in die positive Gedanken zu gehen halt. Ne? Unsere Preisliste ist quasi Disney-mäßig aufgebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel Prinzessin Jasmin oder Farbe Ariel. Da hat man diese Thematik. Oder wir haben halt auch Events, die dieses Disney-Thema aufgreifen. Aladdin-Event. Wir haben Rapunzel-Haarverlängerung. Und ja, es hat halt auch was Märchenhaftes hier mit den Plätzen, die wir haben. Also jeder Platz hat eine Prinzessin oder einen Prinzen. Genau, und dann halt die schönen Bilder. Ich habe ja den Salon vorher schon gehabt, das heißt, das Konzept hat sich dann entwickelt über ja, mehrere Monate, Jahre so. Und ich glaube, wenn man das Step by Step macht, dann entwickelt man sich da einfach in die Richtung mit. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt immer verkleidet rumlaufen, aber es kann schon mal sein, dass ich Accessoires habe, ne? Dass ich ein T-Shirt anhabe mit Disney. Tolle Haarfarbe, oder was sagt ihr? Mittlerweile ist die Akzeptanz auch da und es ist so, als wenn es einfach normal wäre. Also es gehört jetzt schon ganz normal dazu. Bis dann.